So, liebe Freunde der Deutschen Meisterschaft, jetzt habt ihr gesehen, wie es am Center Court sich in diesem Jahr verhalten wird. Und ich habe mir eine Expertin in Sachen Center Court hergeholt, nämlich die deutsche Meisterin des letzten Jahres, Luise Heim. Zunächst erstmal, Luise, herzlich willkommen zu Hause. Danke, danke. Letztes Jahr, der Court hinter uns. Hast gute Erinnerungen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch an die letzten Jahre. Letztes Jahr war es besonders schön. Der erste Titel ist meistens der schönste, denke ich. Und ja, ich freue mich wieder aufs Feld zu kommen. Jetzt sagen viele, der zweite ist ja fast noch schwieriger als der erste. Motivation ist aber Titelverteidigung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr war es eine Überraschung für mich. Ich bin ins Turnier gegangen, wollte gut spielen, dann ist der Titel draus geworden. Und dieses Jahr gehe ich wirklich ins Turnier und will Deutsche Meisterin werden. Jetzt haben wir einen neuen Center Court, neues Branding sozusagen. Du musst am Samstag im Halbfinale nur ran, nur ein Spiel, das ist international ja so üblich. Aber das Viertelfinale, also so, ich sage mal Freitag, wird ein stressigerer Tag für euch. Wie findest du das so? Ich finde es eigentlich ganz gut, aber ich denke, um ehrlich zu sein, erstmal das Spiel ist für Spiel heute, das erste Spiel, wenn es klappt, dann noch eins. Und ich gehe da langsam an die Sache ran. Also, wenn ihr Luise und alle anderen natürlich anfeuern wollt. Das ist ja hier der Center Court. Wir haben ihn hinter uns schon mal. Da oben kann Thomas jetzt gerade nicht zeigen. Da oben ist auch die Kamera. Der Sport Deutschland TV, alles live von diesem Court überträgt. Also die Fans können auch zugucken. Alles von Luise, jeden Ball gucken. Und wir grüßen besonders die Katja nochmal, wa? Ja, liebe Katja, liebe Grüße. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.